Man kann mit Menschen in Amerika telefonieren, Online-Konferenzen abhalten, von Asien aus bei einer Firma in Europa arbeiten oder Kleidung von einem Online-Shop in Australien kaufen. Diesen Prozess, bei dem alle Teile der Welt immer stärker, schneller und besser miteinander vernetzt werden, nennt man Globalisierung. Das ist eine immer engere Verflechtung der weltweiten Güterproduktion, Dienstleistungen und Finanzmärkte. Die Globalisierung entwickelt sich immer weiter und schneller. Dadurch schrumpft die Erde und Distanzen werden gefühlt immer kürzer. Mit der Vernetzung der Staaten und Kontinente werden auch immer bessere Möglichkeiten für den weltweiten Handel geschaffen. Aber was ist das eigentlich? Der Welthandel beschreibt die Gesamtheit aller Handelsströme von Gütern, Dienstleistungen und Kapital zwischen allen Ländern der Erde.